Mach's mit Marley. HT steht für ein hochtemperaturbeständiges Rohrsystem für die komplette Entwässerung im Haus. Alle Rohre und Formteile sind schwer entflammbar nach Baustoffklasse B1 und resistent gegenüber allen Abwässern, die im Haushalt anfallen. Sie entsprechen der Norm DIN EN 1451 und zeichnen sich durch eine schnelle und leichte Steckmontage aus. Die Planung der Abwasserleitungen sollte zu Beginn der gesamten Rohrleitungsplanung stehen. Dabei sind der erhöhte Platzbedarf und die vorhandenen Entwässerungspunkte zu berücksichtigen. Für den Anschluss von Handwaschbecken und Waschtischen reichen HT-Rohre mit einem Durchmesser von 40 mm aus. Für Duschen und Badewannen, Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Spüle ist ein Rohrdurchmesser von 50 mm die richtige Wahl. Für Sammel- und Fallleitungen werden Rohre mit einem Durchmesser von mindestens 75 mm verwendet. Beim Anschluss eines WCs sollten Sammel- und Fallleitungen mit einem Durchmesser von 110 mm verbaut werden. Die horizontalen Abwasserleitungen, also auch Sammelleitungen, benötigen ein Gefälle von 1 bis 5 cm pro Meter. Wir empfehlen 2 cm pro Meter. Die Abwasserleitungen sind so zu verlegen, dass das Schmutzwasser grundsätzlich vom kleineren Rohrdurchmesser in den größeren fließt. Am tiefsten Punkt der Fallleitungen werden zwei 45-Grad-Bögen zum Übergang in die Sammelleitungen verwendet. Beim Ineinanderstecken von Spitzende und Muffe muss immer 1 cm Ausdehnungsmöglichkeit vorgesehen werden. In Fallleitungen dürfen nur Abzweige mit einem Winkel von 87 Grad eingebaut werden, um eine störungsfreie Rohrbelüftung zu gewährleisten und ein Leersaugen der Großverschlüsse zu verhindern. In die horizontalen Sammelleitungen sind 45 Grad Abzweige zu verbauen. So kann das Abwasser rückstaufrei abfließen. Spülen oder laufendes Wasser erzeugt einen Sog, der dafür sorgt, dass das Wasser aus den Geruchsverschlüssen herausgesogen wird. Die Folge? Üble Gerüche können ungehindert in den Wohnbereich vordringen. Mit anderen Worten, es stinkt. Um dies zu vermeiden, benötigt jede Fallleitung eine Entlüftung, die an der höchsten Stelle des Rohrsystems liegen muss. Die Hauptentlüftungsleitung ist durch das Dach nach außen zu führen. Der Durchmesser der Entlüftungsleitungen muss so groß bemessen sein wie der Durchmesser des Fallrohres. Weitere Fallleitungen benötigen keine Entlüftung durch das Dach, wenn Marley-Rohrbelüfter eingesetzt werden. Sie werden innerhalb des Gebäudes montiert und sollten für Wartungszwecke zugänglich sein. Der Marley-Rohrbelüfter ist bauaufsichtlich geprüft und zugelassen. Er ist senkrecht einzubauen. Die Funktionssicherheit ohne Geruchsbelästigung ist garantiert. Abwasserrohre sollten aus Gründen des Schallschutzes keinen direkten Kontakt zum Baukörper haben. Sie sind vor dem Verputzen mit einem geeigneten Dämmstoff zu isolieren. Entwässerungsrohre sind leicht zu verlegen. HT-Innenentwässerungsrohre werden mit einer Säge oder einer Flex auf das richtige Maß gebracht. Danach muss die Sägekante entgratet und angefasst werden. Vom Ausgangspunkt, wie zum Beispiel WC oder Waschbecken aus, verlegen Sie die Rohre durch einfaches Ineinanderstecken. Das Marley-Gleitmittel wird auf das Rohrende aufgetragen und erleichtert das Einschieben des Rohres in die Muffe. Um dem Rohr Bewegungsspielraum, zum Beispiel bei der Wärmeausdehnung, zu verschaffen, wird das Rohr zunächst bis zum Anschlag in die Muffe geschoben und anschließend einen Zentimeter zurückgezogen. Sie werden mit speziellen Schellen mithilfe eines Dübels an der Wand oder Decke befestigt. Das Rohr wird nun in die Rohrschelle gelegt und diese dann mit der Schraube geschlossen. Schallgedämmte Rohrschellen verhindern dank Isolationsmaterial eine Schallübertragung zur Wand. Achten Sie bei der Installation auf das notwendige Gefälle. Mach's mit Marley!